Und da sind wir auf Sendung. Hallo. Hallo. Sieht man uns? Ich warte mal, ob man uns erkennt und sieht. Und wie gesagt, alles ganz neu gemacht. Ich habe extra ein schickes Layout gemacht. Ach, wunderbar. Und ihr seht, es gibt ein Standbild. Leider, leider, leider von der Mel. Die hat Corona bekommen und musste leider kurzfristig absagen. Sehr schade. Aber sie hat uns ein bisschen was geschickt und hat ihre Musik dagelassen, damit wir darüber reden können. Und ich sage bewusst nicht lästern, sondern ich sage reden, weil die hat tolle Sachen geschickt und ich bin sehr leise, höre ich gerade. Das kann ich eben auch noch ändern. So, jetzt müsste ich lauter sein. Ja, bist du. Du bist bei mir. So, genau, die hat ihre Sachen geschickt und ich erzähle erst, worum es heute Abend geht. Ich habe es ja gerade schon mal gemacht, aber jetzt sind wir, glaube ich, alle vollzählig. Die Ivy, nein, ich fange anders an. Die Shiraki und ich haben einen kleinen Wettbewerb gemacht. Und bei diesem Wettbewerb wurden verschiedene Geschichten geschrieben. Und zwar zur Musik von mir. Und es waren viele tolle Geschichten dabei und ich habe mal geguckt, welche man besonders gut vertonen kann und habe diese dann mir ausgesucht, um die mit dem Ralf und mit der Mel in Musik umzusetzen, weil ich der Meinung bin, dass eine Geschichte Musik ist und Musik ist eine Geschichte. Und ich glaube, dem Ralf hat die Musik auch ganz gut gefallen, also die Geschichte gut gefallen und es ist ihm gleich was eingefallen. Genau. Und jetzt frage ich erstmal, Ivi, wie bist du denn, was hat dich denn an der Musik damals dazu getrieben, eine Musik, eine Geschichte zu schreiben? Was war so, was ist dir daran aufgefallen? Also wir hatten ja durch den Contest diese, ich nenne es jetzt mal die Aufgabe, uns auch eine Musik von dir auszusuchen oder Stücke anzuhören. Und ehrlich gesagt war das bei mir auch so ein Bauchgefühl, worauf habe ich gerade Bock? Also was für eine Stimmung könnte mich anteasern? Und Let the Code Defeat You war so, wo ich dachte, ha, hörst du es dir mal an? Warum eigentlich nicht mal so ein Winterthema? Also was hatte ich, also im weitesten Sinne, sowas hatte ich so noch nicht. Das war für mich irgendwie gleich klar, dass das irgendwas mit Eis und Schnee und alles zu tun hat. Und dann habe ich es mir angehört und bei mir ist es halt so, die Leute, die mich kennen, wissen das. Entweder kriege ich direkt Bilder im Kopf, manchmal keine lustigen, aber in dem Fall ging es ja. Bilder im Kopf oder habt so eine Inspiration irgendwie einfach und dann geht das los und dann sehe ich, während ich Musik höre, sehe ich einfach Bilder. Also überlege mir, was könnte passen und wenn das erstmal einmal anfängt, dann ist das bei mir mal ganz schwer zu stoppen und dann muss das raus. Also dann muss ich das schreiben und aufschreiben und das Gute war ja, ihr habt gesagt, es soll eine Kurzgeschichte sein. Ich habe versucht, mich dran zu halten. Es gibt diverse Leute, die wissen, wie schwer es mir fällt, manchmal Kurzgeschichten zu schreiben, wenn ich erstmal am Schreiben bin. Dann kann eine Kurzgeschichte auch schon mal 10 Seiten lang werden, DIN A4. Passiert. Ist für mich auch immer noch eine Kurzgeschichte. Andere Leute sagen nach einer Seite Schluss. Ich habe auch schon Reglements gekriegt. Maximal so und so viele Zeilen, mehr darfst du nicht. Und dann passiert das irgendwie. Und dann weiß ich nicht, dann. Ich kann das immer ganz, ganz schwer fassen oder beschreiben, wie das ist, wenn man einfach so, andere sagen ja so von der Muse gepackt wird irgendwie und die ist dann da und dann passiert das einfach. Und ich brauche Inspiration dafür, ob es jetzt so etwas ist, ob es irgendwie ein Ereignis ist oder irgendetwas, was mich dazu bringt, wo ich sage, oh, jetzt habe ich Ideen und jetzt müssen die raus, jetzt müssen die niedergeschrieben werden. Und das Lied hat mich echt einfach so gepackt, weil ich direkt in dieser, also vor mir diese ganze Landschaft und dieses Winter und es hat mich halt so irgendwie mitgenommen und dieses Auf und Ab auch teilweise, was da mit drinne war so ein bisschen, dann hattest du wieder Ruhe und dann ging es wieder hoch und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Es war ja ein Medley, ne? Genau, und das funktionierte für mich einfach irgendwie super in dieser Idee, dass man eben alleine draußen unterwegs ist, es ist ruhig, also jeder weiß, wie die Welt tatsächlich ruhiger wird, wenn Schnee liegt. Also es gefühlt ist sie stiller, einfach. Das stimmt. Und das passte für mich dann irgendwie. Und dann trotzdem zu sagen, so, jetzt bin ich wieder, jetzt stemme ich mich wieder zum Beispiel gegen den Wind oder
gegen die Natur an sich und dann wieder eben stärker zu werden, also mit der Musik eben hochzugehen. Und dann lief das irgendwie so von alleine bis zum Schluss. Und ich musste immer nur sagen, so, jetzt muss ich bald Schluss machen, weil sonst geht's nicht. Ja, und Sonst wird da, das keine Kurzgeschichte mehr. ich glaube, wir hören die Geschichte auch noch mal an. Ich habe sie mal eingelesen und versucht daraus ein Video zu machen. Und jetzt hoffe ich, dass das alles auch alles klappt. Nein. Nein. Ah. Vorhin war Vorhin es war es anders. anders. Na, Ich ich mache mache jetzt jetzt einfach die einfach die Geschichte Geschichte an an und und bringe bringe das das wieder währenddessen. währenddessen. Ich Ich habe habe so so ein ein paar paar Bilder Bilder dazwischen dazwischen geschnitten. geschnitten. Let the Let the code code defeat defeat you. you. Eine Eine Kurzgeschichte Kurzgeschichte von von Evie Evie T. T. Langsam Langsam kämpfte kämpfte sie sie sich sich durch durch den den Schnee. Schnee. Der Der Sturm Sturm nahm nahm zu zu und und die die Kälte Kälte schmerzte schmerzte auf auf der der Haut, Haut, die die sie sie nicht nicht verbergen verbergen konnte. konnte. Sie Sie wischte wischte sich sich das das Eis Eis von von ihren ihren Wimpern Wimpern und und stapfte stapfte weiter. weiter. Die Die Sicht Sicht war war gleichwohl. gleichwohl. Der Der Schneesturm Schneesturm ließ ließ nur nur erahnen, erahnen, dass dass es es weiterhin weiterhin der der richtige richtige Weg Weg war. war. Sie Sie zog zog ihren ihren Mantel Mantel enger enger um um sich. sich. Der Der Schnee Schnee ging ging ihr ihr mittlerweile mittlerweile bis bis zu zu den den Knien. Knien. Jeder Jeder Schritt Schritt kostete kostete eine eine Menge Menge Kraft, Kraft, die die ihr, ihr, so so fürchtete fürchtete sie, sie, am am Ende Ende fehlen fehlen würde. würde. Nach Nach einer einer gefühlten gefühlten Ewigkeit Ewigkeit wurde wurde der der Schnee Schnee weniger weniger und und der der Sturm Sturm ließ ließ ein ein wenig wenig nach. nach. Sie Sie blieb blieb stehen stehen und und richtete richtete sich sich auf. auf. Der Der Berggipfel Berggipfel ragte ragte weiterhin weiterhin vor vor ihr ihr auf, auf, als als wäre wäre sie sie nie nie losgegangen. losgegangen. Sie Sie seufzte seufzte und und ihr ihr Blick Blick folgte folgte ihrer ihrer Atemluft, Atemluft, die die sich sich nach nach kurzer kurzer Zeit Zeit in in kleinen kleinen Eiskristall Eiskristall verwandelte verwandelte und und zu zu Boden Boden rieselte. rieselte. Der Wind nahm wieder zu. Entschlossen hielt sie ihren Kopf gegen den Wind und beschleunigte ihre Schritte. Dann änderte sich der Boden. Anstatt weichen Schnee fühlte sie eine glatte, feste Oberfläche unter ihren Fellstiefeln. Sie blieb kurz stehen, beugte sich hinunter und fegte Schnee beiseite. Sie blickte auf eine Eisfläche, ging ein paar Schritte weiter und wiederholte es. Immer noch Eis. Es dämmerte ihr, dass dies ein zugefrorener See sein musste. Im Augenwinkel sah sie einen großen Schatten unter dem Eis. Sie schaute irritiert auf die Fläche und näherte ihr Gesicht dem Boden. Als sie bereits aufstehen wollte, sah sie einen Schatten sehr schnell näher kommen und der Aufprall riss sie von den Füßen. Mit weit aufgerissenen Augen blickte sie auf die Stelle, ihre Hände abstützend in den Schnee gedrückt. Verunsichert versuchte sie, sich aufzurichten, als ein erneuter Aufprall sie panisch werden ließ. Sie drehte sich um und versuchte, auf die Füße zu kommen, die aber keinen Halt fanden. Noch ein Aufprall. Sie kam stolpernd ins Laufen. Ihre Kapuze flog nach hinten und gab dem Schneesturm ihren Kopf frei. Nach ein paar Minuten beruhigte sie sich und wurde langsamer. Vorsichtig blickte sie sich um. Stille. Sie hörte nur den Wind und ein merkwürdiges Geräusch. Ihre Augen weiteten sich, als sie ein Knacken erkannte, das sich rasch in ihre Richtung ausbreitete. So schnell ihre Beine sie noch tragen konnten, rannte sie in Richtung Berggipfel, in der Hoffnung, dort rechtzeitig anzukommen, bevor das Eis einbrach. Das Knacken kam näher und neben ihr erkannte sie einen Riss, der sich durch das Eis zog. Jeder Schritt, jeder Atemzug tat weh. Ihre Beine wurden schwer und ihre Lunge schmerzte bei jedem Atemzug. Der Riss überholte sie. Nun rächte sich ihre Sturheit, die sie viel ihrer Kraft auf der Reise gekostet hatte. Langsam kam sie ins Trudeln, rutschte öfter auf dem Eis aus und stürzte schließlich. Ihr Körper schien ihr Streiche zu spielen, denn das Aufstehen gestaltete sich sehr schwer.
Sie kam immer wieder ins Rutschen, bis sie begriff, dass sie sich mittlerweile auf einer Eisscholle befand, die sich im Wasser leicht hin und her bewegte. Ein lautes, knirschendes Geräusch hinter ihr schoss ihr das nötige Adrenalin in den Körper, um die letzten Kraftreserven anzuzapfen. Die Fellstiefel fanden endlich Halt und mit langen Sprüngen stieß sie sich von einer Scholle zur nächsten ab. Mit einem letzten Hechtsprung fiel sie bäuchlings in eine weiche Schneewehe. Langsam drehte sie sich auf den Rücken und wischte sich den Schnee vom Gesicht. Von einem lauten, knirschenden Geräusch aufgeschreckt, setzte sie sich auf und sah noch eine Art Rückenkamm unter den Eisschollen verschwinden. Sie schaffte es erst beim dritten Anlauf aufzustehen. Alle Knochen schmerzten und einige Muskeln versagten mittlerweile ihren Dienst. Ihren Blick aufrichtend erkannte sie einen dunklen Fleck in der Nähe und der Berg schien nun viel näher als vorher. Voller Hoffnung, dort einen Unterschlupf zu finden, schleppte sie sich weiter voran. Der Sturm schien auf ihrer Seite zu sein, als er sie nun von hinten anschob. Stolpernd und kurzatmig erreichte sie eine kleine Öffnung im Fels und fiel auf die Knie. Draußen nahm der Sturm wieder zu und pfiff am Eingang vorbei. Sie sah einen dunklen Gang vor sich und kroch auf allen Vieren nach ein paar schweren Atemzügen weiter voran. Nach ein paar Metern öffnete sich der Gang in eine kleine Höhle. Diese schien unbewohnt zu sein. Sie erinnerte sich mit Mühe an ihren Rucksack und an den Dung, den sie als Brennmaterial mitgenommen hatte. Sie brauchte einige Zeit, um ein kleines Feuer anzuzünden. Ihre Finger konnte sie mittlerweile nicht mehr spüren. Und sie sah im Feuerschein bereits einige kleine schwarze Stellen an den Fingerkuppen. Sie starrte ins Feuer. Die letzten Tage lasteten schwer auf ihr. Nun, da sie erschöpft war, kamen die Gefühle wieder an die Oberfläche. Die Sorge um ihre kranke Großmutter und der Hinweis des Heilers über ein Kraut, das nur am Fuße dieses Berges wächst. Der Streit mit ihren Eltern über die Idee, diese Reise zu unternehmen. Die Begegnung mit einem Wolfsrudel, das sie ihr eigenes Pferd gekostet hatte. Die Erschöpfung brach über sie herein. Sie lehnte sich an die Felswand und langsam, sehr langsam fielen ihr die Augen zu. Ich ruhe mich einfach etwas aus. Nur nicht einschlafen. Sonst wache ich nicht mehr auf. Jo. Es waren ein paar Hasper drin. Ich bin tatsächlich in Zeitverzug gekommen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das einzulesen. Ralf, du hast Musik dazu geschrieben. Was hat dich denn an der Geschichte angesprochen? Ja, also ich mache ja normalerweise Musik für Abenteuer, also die man auch beim Rollenspieltisch gut einsetzen soll. Du ja auch, ne? Ja. Und hab dann direkt überlegt, okay, wie würdest du die Musik machen, wenn das jetzt ein Abenteuer wäre? Ja, sag ruhig. Ich muss dich einmal unterbrechen. Ey, ich bin so ein Trottel, ich habe dich gar nicht vorgestellt. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ach so, ja, okay. Die Ivi ist ja hier bekannt, ne? Aber ja. Ich weiß nicht, wie bekannt du hier bist. Sag einmal kurz, was du machst. Du machst Rollenspielmusik, also hast ganz viel für DSA gemacht. Genau. Und? Bin quasi so ein bisschen Haus- und Hofkomponist bei Ulysses, betreue da die drei größten Linien, sage ich mal, also die Haus-Linien, die die haben, also DSA, das Schwarze Auge, auch die Schwarze Katze, was da so an Ablegern kommt, dann Hexen, also bei so DSA, da darf ich dann halt so muss mittelalterliche Musik machen, weil das das Setting ist, da wirst du so ein bisschen eingeschränkt, ne? Bei Hexen darf ich dann ein bisschen mehr so die rockige Seite rauslassen. Mhm. Ne, da darf auch mal ein bisschen was nach Metal klingen. Und die dritte Linie ist Torque. Und da darf ich alles machen. Da gibt's alles. Das ist das beste Setting, was es für einen Komponisten gibt. So, das ist eigentlich das meiste, was ich so im Jahr mache.
wenn ich nicht normal arbeite. Und neulich hatte ich jemand die graue Eminenz der Fantasy-Musik genannt in Deutschland. Nee, ehrlich? Ja. Hammer! Du hast, ich mag das. Du hast es also geschafft. Ey, mich wollte mal ein ehemaliger Kollege beleidigen und hat gesagt, du bist ein Schrippenzieher, ne? Und ich habe das als Danke. Ja, also ich verrate jetzt mal ein bisschen was. Du hast, nein, die Melanie hat ein Stück geschrieben, ich habe ein Stück geschrieben und du hast drei Stücke geschrieben. Warum? Ja, genau. Ja, interessant. Also ich habe direkt überlegt, also wenn das jetzt so am Rollenspieltisch stattfinden würde, wie machst du die Musik, dass der Meister, der Spielleiter das gut einsetzen kann? Und dann habe ich mir überlegt, okay, für mich hat diese Geschichte drei Teile. Mhm. Einmal der Anfang, und da fand ich wichtig, dass man da eine Musik macht, um die Leute einfach ins Setting reinzuholen. Kalt, Schnee, einfach das Setting klar zu machen. Ne? Das Stück ist auch nicht besonders lang. Ich bin kein großer Fan von Loops. Können wir gleich auch gerne nochmal drüber reden. Ich mag es eigentlich, wenn man Stücke beim Rollenspiel spielt und dann auch ausklingen lässt und quasi nicht die ganze Zeit Musik hat. Ne? Sondern, also meine Idee ist immer, ich sage immer so, nach 2-3 Minuten spätestens haben alle kapiert, okay, hier ist kalt, hier ist Winter, wir sind im Setting drin. Ja. Und dann hat die Musik ihren Job getan. Ah, spannend. Also du würdest sagen, du teaserst die Musik an. Die Atmosphäre an mit der Musik. Ja, ja. Ne? Ja. Also ich vergleiche das immer damit. Ich würde sagen, wenn du jetzt eine Szene hast in der Taverne, dann sagst du dem Spieler ja auch nicht alle halbe Stunde, übrigens, ihr seid noch in der Taverne. Ne, die wissen, sie sind jetzt in der Taverne und das reicht. Und meine Meinung ist einfach, die Musik hat dann ihren Job getan. Ne? Ah, okay. Also deswegen das erste Stück, Setting. Im Grunde genommen, ne, dass die Leute merken, wo sie ungefähr sind. Dann der große Mittel. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich glaube, wir hören uns das erste Stück erstmal an. Ja, coole Idee. Das ist das hier. Hört ihr was? Nein. Oh. Warum hört man nichts? Ah, im Chat schreibt aber einer wir aber. Das ist doch die Hauptsache. Okay. Und das war's schon. Ja. Jetzt kommt hier die Frage im Chat. Spannend, womit hast du denn die Geräusche gemacht? Ja. Übrigens auch, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die einfach mal nur mal so ein bisschen Geräuschhintergründe oder sowas wollen. Da gibt es eigentlich im Grunde genommen zwei große Firmen, die man da empfehlen kann, wo man sehr, sehr gute Geräusche auch bekommt, ne? Die man dann auch dann selber, es gibt ja so einfache DAWs, wo du ein paar Spuren miteinander mischen kannst, wo man sich schön auch was zusammenstellen kann. Also DAWs sind Digital Audio Workstations, das wo wir mit Musik machen sozusagen, wo wir mit unserer Musik erstellen. Richtig. Wir haben ja auch viel allein dabei heute, deswegen. Ja, ja, ja. Ich mache mal gerade meine Einkaufsliste auf. Dann da gibt es einmal eine Firma, die heißt Boom Library. Ah ja, okay. Na? Boom Library, Genau, da kriegst du eine Menge Klänge, meistens entweder in Einzelschnipsel oder schon ein bisschen was, sage ich mal, komponiert zu größeren Stücken. Ja. Ne? Sind ziemlich teuer, aber auch sehr, sehr gut. Dann gibt es noch eine zweite. Sonniss heißt die Seite, also sonniss.com. Sonniss, okay. Das ist im Grunde genommen, die haben die gleichen Sounds auch wie Boom Library, aber noch mehr.
Ne? Also was okay. man da nicht findet, findet man dann da. Das ist aber eine, ich sag mal, ich vermute mal englische oder amerikanische Seite oder sowas. Ne? Okay. Das da muss man dann halt eben mit dem Englischen klarkommen. Aber auch gut. Und da sind im Grunde genommen die meisten Geräusche her. Das heißt, ihr habt jetzt gerade gehört, der Ralf hat im Prinzip nur eine Atmosphäre aufgebaut. Ich habe brechendes Eis gehört oder sowas in der Richtung. Ich habe hohe und auch tiefe Frequenzen gehört. Gar nicht, ich sage jetzt mal gar nicht irgendwas im klassischen Sinne komponiertes, sondern einfach eher eine Soundcollage. Genau. Ja. Mehr Sounddesign wie Komposition. Ja. Ja. Super. Genau. Okay, dann, wenn du magst, können wir jetzt mit dem zweiten Teil weitermachen. Genau. Also, Stück ist in drei Teile aufgeteilt. Mittelteil ist für mich der große Action-Teil. Ich habe ja gesagt, ich bin dafür bekannt, dass ich nicht so ein großer Fan von Loops bin. Aber habe hier einen Loop gemacht. Und zwar, also bei Loops halte ich Folgendes für gefährlich. Man muss das Stück dann wirklich kennen, wenn man es loopt. Also die wildesten Geschichten gibt es eigentlich im Rollenspielbereich, wenn Leute das Stück nicht kennen oder eine CD drauf tun und lassen die im Kreis laufen. Ja. Und dann passieren Sachen. Also dass auf einmal ein Pferd die ganze Zeit durch Zimmer galoppiert oder sowas. Ne? Oder dass Leute einfach irgendwann genervt sind von der Musik. Ne? Deswegen Loops sollte man kennen. Und gezielt einsetzen, das heißt, man kann sie auch irgendwann wieder ausmachen. Ne? Also, keine 3 Stunden. Also, mein Hauptjob ist ja, normalerweise bin ich Betriebsratsvorsitzender. Und da wirst du ja auch immer so ein bisschen geschult zum Thema Arbeitssicherheit. Und ein wichtiges Thema ist wirklich Geräusche. Du kannst mit Geräuschen, wenn du Leute die ganze Zeit unter Geräusche setzt, ja. damit kannst du sie schon fertig machen. Der Puls steigt. Also richtig körperliche, ne? Okay, das kann der Meister ja gezielt einsetzen. Manchmal will er die Leute ja so, den Puls hochtreiben. Ne? Aber wie gesagt, man sollte da auch wirklich aufpassen. Man kann es mit Musik auch im Rollenspiel übertreiben. Spätestens, wenn einer zu dir sagt, jetzt mach mal endlich aus, dann hast du es wahrscheinlich übertrieben. Ne? Deswegen, ja. Also ich will eher sparsamer einsetzen wie zu viel. Ne? Und, also für diese Action-Szene habe ich also jetzt einen Loop gemacht. Den könnte man dann rein theoretisch so lange laufen lassen, wie man will. Muss den dann einblenden und ausblenden, weil ich habe gedacht, so, wenn das jetzt ein Rollenspiel wäre, also jetzt bei deinem Vorlesetext, könnte man das genau timen auf den Text. Ja, könnte man. Ne? Mhm. Ne? Und dann könnte man das genauso lang machen, wie es sein muss. Allerdings am Rollenspieltisch weißt du nie genau, was macht gerade die Gruppe. Ne? Und deswegen kann da so ein Loop sinnvoll sein, weil dann kannst du es so lange spielen, wie du willst. Genau. Ne? Ja. Dann hören wir das hören und dann weiterhin. Wir hören das erstmal an und das ist auch schon. Ivy hört wieder nichts. Ja, das ist das wirklich sehr adrenalinmäßig, kam das bei mir an. Es sind wieder tiefe Frequenzen, die so ein bisschen was Böses machen. Es ist so ein bisschen nervöses Schlagzeug dabei. Ja. Das Ganze wird von Bläsern und von Streichern mit so kleinen Akzenten aufgemischt. Sehr schick, meine Güte. Ja, danke, danke, danke. Ja. Also kompositorisch gesehen, das sind ja nur so ein bisschen atonale Töne, ne? Staccato-Klänge und so. Das kannst du alles auch. Das ist alles nichts Besonderes. Was ich mir überlegt habe, wo so ein bisschen Gehirnschmalz drin steckt, ist, das Ganze ist, weil hier schreibt gerade einer im Chat, fand ich ganz interessant, die Tonfolgen erinnern mich an Harry Potter. Der Witz ist, es ist keine Tonfolge drin. Also das Ganze ist ein Akkord, die ganze Zeit. Ja.
Und das habe ich auch bewusst gemacht. Also du weißt, Martin, ist für uns kein Problem, einen zweiten zu benutzen. Ne? Ist nicht so, dass einem nicht mehr einfallen. Aber ich habe es bewusst so gemacht, weil ich dieses Gefühl ausdrücken wollte, was in der Geschichte auch kommt, dieses Gefühl, nicht weiterzukommen, festzuhängen, ne? Nicht schnell genug weiterzukommen. Und dieses Gefühl, habe ich gedacht, drückst du am besten aus, indem da von den Tonfolgen nichts passiert. Dass du hängst die ganze Zeit, ich weiß nicht, ist C oder was, die ganze Zeit auf diesem blöden C fest. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, nee, ein Akkord reicht für dieses Stück. Ja, also mit einem Akkord kann man ja auch ganz viel machen. Und ich glaube, ich hatte gerade so den Eindruck, als ich Ivy gesehen habe, dass sie sich so ein bisschen erkannt gefühlt hat. als du gesagt hast, nicht vorankommen und sowas. Ja, doch. Das war ja so, dass sie von der Geschichte her, das war ja so dieses, dass du, jeder weiß, wie es ist, wenn man durch eine weiße Landschaft geht und eigentlich einen Punkt hat, wo man hin will und man läuft gefühlt stundenlang und es sieht alles gleich aus. Also du hast ja auch wirklich das Gefühl, du kommst gar nicht voran. Du kommst natürlich voran, aber es ist so, oh, wann ändert sich das? Ne? Also die Gegend oder auch dieses Rutschen war da ja drin, aber du hast ja wirklich das Gefühl, dass du dann nicht weiterkommst. Also es ist immer das Gleiche und du gehst auf ein Ziel zu und es wird nicht größer oder kleiner und oh, es ist einfach ätzend. Also so ja, war es ja auch im Endeffekt nachher. Das ist dann auch auslaugend. Und das ja, kriegt man in der Geschichte ja auch mit dieses Auslaugende. Ja. Ja, ich fand es auch mega. Ich finde auch diesen Ansatz, ich habe natürlich jetzt einen Song geschrieben, du hast drei geschrieben. Ich finde auch diesen Ansatz spannend, das anders zu machen als ich. Ich habe ja wieder ganz viel gelernt. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Oh, schön, das freut mich. Ja, also einfach, ich finde es immer spannend, andere Arbeitsweise zu sehen oder andere Gedankengänge herauszuhören und sowas. Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. War mega. Kommen wir zum dritten Teil. Danke. Ja. Dritte Teil, für mich ist das an der Geschichte das Schönste und das Beste, das Ende. Habe ich eben schon mal im Vorgespräch so erwähnt. Ne? Weil, und da habe ich gedacht, okay, du musst jetzt noch, also ich hatte dir ja erstmal die ersten zwei Stücke geschickt und ich habe gedacht, nee, du musst jetzt noch für das Ende was komponieren. Ne? Das ist einfach wichtig, das muss sein, weil das Ende ist meiner Meinung nach so super, weil es ein offenes Ende ist. Ne? Du weißt einfach nicht, schläft die jetzt ein und stirbt. Oder so, hört genau zu, man weiß es nicht. Ne, ich ruhe mich einfach aus, ne, und dann nur schlafen und so weiter. Schläft sie ein, schafft es nicht. Vielleicht schläft sie ein bisschen, wird aber dann wieder weg. Das ist ja alles, das liegt ja in der Zukunft, das weiß man nicht. Also, ja, ich wollte dann mit der Musik im Grunde genommen zum Ausdruck bringen, da kommt da erst so ein hoher Ton am Anfang, dann hört man ganz leicht im Hintergrund ein bisschen plätschern, so tropfsteinhöhlenmäßig, damit man weiß, okay, man ist jetzt hier in einem Cave, ne? Mhm. Und dann kommt eine Melodie, die so ein bisschen was so, also ich glaube, da habe ich eine Klarinette oder, ja, ich glaube, eine Klarinette benutzt, die so ein bisschen was die Einsamkeit in der Höhle, also ne, die auch zum Ausdruck bringt, der Protagonist beruhigt sich jetzt langsam ein bisschen. Erst der hohe Ton, also da ist noch ein bisschen aufgeregt, ist noch Adrenalin drin, ne? Und ja, dann langsam geht das wieder runter. Die Klarinettenmelodie endet aber wieder in einem hohen Ton, ne? Also in einem lang angehaltenen Ton. Und dann wird die Melodie nochmal wiederholt von einem Streicher. Und am Ende kommt dieser hohe Ton, der am Anfang ist, aber nochmal, wird gedoppelt mit dem Streicher am Ende. Ne? Dass man nicht weiß, was, ne? Also das soll auch so wie so ein bisschen dieses Ungewisse am Ende darstellen. Das Ganze endet dann mit einem Trommelschlag oder sowas. Ne? Sehr spannend. Ich bin gleich gespannt, wie es klingt. Also ich habe natürlich schon mal reingelürgt, aber ich habe es jetzt nicht mehr so gut im Kopf gerade. Wir machen es einfach mal an. Man darf hier trinken, habe ich gehört. Thank you.
Wow. Die Klarinette stellt eine sehr schöne Frage, finde ich. Ja, super, danke. Du gehst, habe ich jetzt gerade den Eindruck gehabt, an solche Sachen sehr analytisch ran. Was braucht das Ganze? Was will Das ich liegt damit vielleicht erreichen? daran, dass wir beide auch einen ganz unterschiedlichen Zugang zur Musik haben. Du kannst ja richtig Instrumente spielen. Das stimmt, Du halbwegs. fühlst das. Du nimmst dir ein Instrument in die Hand und du fühlst das, ne? Und du kannst das ausdrücken mit deinen Fingern. Hast das jahrelang gelernt. Meine Finger können das nicht, was deine können. Mein Zugang zu der Musik war tatsächlich im Musikunterricht. Ich hatte das Glück, während des Abiturs eine Musikklasse zu haben mit 4 Schülern. Und wir sind da ziemlich weit gekommen in der Musiktheorie. Und dann habe ich angefangen, auf meinem C64er die ersten Melodien zu komponieren. Also Einstimmig. deswegen mein Zu ja, ja, mein, Ja. mein, mein Zugang war einfach ein theoretischer. Spannend, ja. Ich habe von wir wechseln mal eben zu Mel, die ja leider nicht da ist. Gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, du bist bald wieder fit. Ich hatte es in diesem Sommer auch schon. Es ist nicht besonders schön, aber es ist ja auch sehr unterschiedlich, wie es einem nachher geht damit. Auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, dass du bald wieder fit bist und weiter Musik machen kannst und dass wir dich demnächst hier nochmal begrüßen können. Die Mel hat mir ein bisschen was geschrieben und das fand ich auch sehr, also sie hat sich auch anscheinend sehr viel Gedanken gemacht. Sie war eine Zeit lang in Japan. So, muss man eben gucken, wo sie ist. Und hat sich inspirieren lassen durch einen japanischen Komponisten, der auch ein. Ja, das geht anscheinend nicht, was ich hier habe. Der auch gefilmt hat, wie ein Mensch erfroren ist. Das fand ich ganz schräg. Hat sich von einer schwedischen, glaube ich, Künstlerin inspirieren lassen. Die kannte ich auch allerdings nicht von der Musik, sondern nur von Kunstsachen, die malt, also fotografiert und malt. Und da habe ich immer kennengelernt, die macht so, ja, so unterschiedliche Kunstsachen, also fotografiert, malt, macht Schmuck und sowas. Und die hat sie inspiriert und die Melanie ist jemand, der mit der Stimme sehr begabt ist. Und ich glaube, das werden wir jetzt hören. Das Stück heißt 100 Words for Snow und es ging auch darum, dass es in verschiedenen oder in irgendeiner in der Inuit-Sprache 100 verschiedene Worte gibt für Schnee. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe nur mal eben die Stimme eingeblendet. Sie hat uns nämlich die Stimme mal extra geschickt. Also hat sie alles Ah. gesungen, schon nicht in dem besten Zustand hat sie geschrieben, aber das war jetzt nur die Stimme und jetzt habe ich noch die komplette Komposition einmal hier.
sisters made. Ice cold, they asked me to stay just for a while. Darkness is creeping in. The spirits begin to sing. The warmth in my heart shines bright in this everlasting light. Wow. Well, mir gefällt das sanfte Gesinge im Hintergrund. Ja. Die Stimme macht schon ganz schön was aus. Wahnsinnsstimme, finde ich. Sehr beeindruckend, wenn ich mal so singen könnte. Dann müsste ich nicht Gitarre spielen. Ja, vielleicht kann ich ein bisschen was zu Melanie erzählen, weil ich habe ja schon Projekte mit ihr zusammen gemacht. Die Melanie, also das größte Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, ich habe ja mal, in Aventurien gibt es ja auch eine Stadt, da gibt es eine Oper. Und ich habe immer gesagt, wenn es da irgendwo eine Oper gibt, dann und kann ja mal die Frage kommen, wie klingt denn da so eine Oper? Ne? Und es gibt keine, also habe ich eine komponiert. Also ich habe eine klassische Oper, die es gibt, genommen und habe die aventurisiert. Ne? Okay. Und da musste ich eine Rolle besetzen, und zwar ist das da die alte Sinti-Mutter, ne? Die da, also im Real Life, ne? Da haben wir dann natürlich nach Aventurien und da habe ich dann die Melanie genommen und seitdem ist sie bei uns, also diese Rolle heißt Azucena und seitdem ist es bei uns nur noch die Melanie Azucena. Und meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, ob es die Oper überhaupt noch gibt, also das war so ein Geschenk, das wir dann der Community gemacht haben. Da gibt es ja den Aventurischen Boten. Und da wurde die CD dann dazugelegt. Und die Leute haben sich alle sehr gefreut, haben also quasi eine Oper gekriegt, ne, eine richtige Oper auch eingesungen und so weiter. Und meiner Meinung nach war die Melanie da, der heimliche Star. Ja. Meine beste Stimme, die ich hatte. Ne? Also die ist wirklich super. Und also wenn ihr da draußen mal eine Sängerin braucht, nehmt die Melanie, die wird euch nicht enttäuschen. Ja. Wo du jetzt gerade sagst, Geschenk. Es gibt ja auch noch was zu erwähnen. Es gibt ja den Community Fonds vom Caradine. Und wir drei Musiker haben gesagt, dass unsere Musik, die heute Abend geschrieben wurde, sozusagen, oder die für heute Abend geschrieben wurde, dass die bei Ko-fi gegen eine kleine Spende, ich gebe gleich den Link durch, geht nicht, der Link, alles klar. dass man dann die Songs alle bekommt, sozusagen. Ja. Also, und dass wir das Geld, was da reinkommt, für einen guten Zweck zur Verfügung stellen, nämlich für die Lyra-Community. Das heißt, wenn ihr da was reintut und es braucht mal jemand irgendwie demnächst steckt in Schwierigkeiten oder kann nicht zum Comtree kommen, weil er kein Geld hat, dann ist das Geld ist dafür zum Beispiel. Und der Caradine, der benutzt das, um Leuten damit zu helfen. Und ich möchte dabei helfen, dass die Kasse ein bisschen voller wird. Und Ralf und Mel haben gesagt, ja, ach, das ist eine gute Sache. Wir helfen da auch. Der Link ist co-fi. Und dann ist, glaube ich, aber wenn ich das jetzt mal wüsste. Ich habe den nämlich hier eigentlich. Aber warte mal. Ich schaue mal eben ganz kurz nach, dann kann ich den Link auch wieder sagen. Also erstmal danke. Ja, also danke. Ich habe schon also ganz leichtes Pimmel in den Augen. Also danke erstmal auch Ralf, Martin sowieso, dass sie das überhaupt gemacht haben, und Mel, wenn sie das sieht. Man weiß, dass ich sowas immer ganz schlecht haben kann, wenn irgendetwas von mir so
im Vordergrund steht oder ich oder wie auch immer. Ich finde das Wahnsinn, was ihr da gemacht habt und dass ihr das überhaupt gemacht habt. Ich fand die Idee von Martin ziemlich cool. Allerdings hat er mir nicht gesagt, wer. Und als er mir dann so letztens sagte, hey, willst du nicht in den Stream kommen? Ralf ist übrigens auch da und ich. Was? Wer? Wer hat Musik gemacht? Und Mel, was? Wer? Also ich bin zwar, was das angeht, bei DSA nicht mehr so viel unterwegs, aber danke für Talk. Die Musik ist großartig. Also, ich liebe super. Das. Macht doch am meisten Spaß. Talkspielerin und ziemlicher Fan davon, gebe ich offen zu. Also die Musik ist super. Ich mag das. Und also ich finde es großartig. Und jetzt auch noch das mit dem Community-Fonds. Ich dachte eben schon, ihr macht mich gerade fertig. Also ich finde das total süß. Ja, ich habe jetzt auch, danke, dass du geredet hast. Ich habe den Link jetzt unten reingestellt. Ihr könnt, ich habe es geschafft. komi-fi.com/die20sounds. Und dann schreibt ihr einfach rein Lula, weil alles Geld, was dann reinkommt, geht direkt an den Community-Fonds. Das überweise ich dann an den Karadein auf das Konto. Das heißt, das kommt dann für einen guten Zweck herum. Und bitte schreibt eure E-Mail-Adresse mit rein, damit ich euch die Tracks schicken kann. Und ja? Wenn ihr möchtet, könnt ihr selbstverständlich auch, das könnt ihr dazu schreiben, könnt ihr selbstverständlich auch die Geschichte haben. Soll ich die Geschichte auch mit reinstellen? Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Also wenn du das möchtest, kann ich das gerne tun. Ja, selbstverständlich. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich schreibe das ja für die Community. Also das, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich eigentlich diese Geschichte nur geschrieben habe, weil Ski gesagt hat, ihr habt so wenig Einsendung und ich dachte, verdammt, das kannst du nicht auf dich sitzen lassen. Du nimmst dir jetzt den Song und fängst an zu schreiben. Ja, und dann irgendwann dachte, okay, ich habe keine Zeit mehr, das muss jetzt reichen, was ich geschrieben habe. Ja, und es hat mega Spaß gehabt. Aber wir wollen jetzt bitte nicht die Musik von der Mel vergessen. Die haben wir ja gerade gespielt. Großartig. Ich komme mal wieder zurück. Genau. Ich habe auch verschiedene Teile gehört. Ralf, was meinst du? Was ist dir so aufgefallen? Also mir vor allen Dingen aufgefallen, das ist ja das Schöne, dass man immer von anderen was lernen kann. Eigentlich kann man kein Stück sich anhören, wo man nicht was rauslernen kann. Das ist das Schöne bei der Musik. Das stimmt, ne? Ja. Das ist nicht wie bei einem Abenteuer, dass man sagt, oh, das ist ein schlechtes Abenteuer oder sowas. Das gibt's eigentlich nicht. Das ist mehr so wie mit Farben. Ne? Der eine mal blau, der andere rot. Und das sind unterschiedliche Geschmäcker. Aber alles hat seine Berechtigung. Ja. Und was mir hier zum Beispiel aufgefallen ist, ich wäre nie auf die Idee gekommen, hier ein klassisches Schlagzeug zu benutzen. Aber es hat mir gut gefallen dabei. Ja, ich hätte es auch nicht gemacht. Wurde davon auch überrascht. Was ich schön fand... Also ich fand es auch nicht schlecht, keine Sorge. Was ich auch interessant fand, war diesen Herzschlag-Bass. Ja. Ich fand, dass die entspannt, dass die Stimme sich da so gleich, also so frei drüber bewegen konnte, über diesen einen Ton. Aber das haben wir auch gerade schon gehabt. Wenn man einen Ton im Bass hat, also jetzt für die Nichtmusiker nennt sich das einen Orgelton zum Beispiel, dann hat man oben drüber ganz viele Freiheiten, wenn es bei diesem einen Ton bleibt. Wenn man einen zweiten Ton dazu macht, legt man schon mehr fest. Super, genau so ist das. Genau so ist das. Und es hat, ich fand es sehr spannend. Mich hat natürlich auch vor allen Dingen zum Schluss die Szene, wo man eigentlich gehört hat, dass sie in diese Höhle reingeht, finde ich. Musikalisch. Also, wo es dann so ein bisschen friedlicher ist und das hat mich total umgehauen. Das klang mega. Und die Stimme so einsetzen zu können, dass. Beneidenswert. Ja. Ist dir noch was anderes aufgefallen? Oder die Evi? Also musste ich jetzt nicht raushalten, nur weil es um Musik geht. Bitte. Hast du das als passend? Ich nicht so eine Ahnung habe. Ja, also. Ganz subjektiv. Also ich, wie du schon sagst, ich fand es auch gut. Es war tatsächlich zuerst, wo ich dachte, okay, du bist draußen und dann merkte ich irgendwann aber eher so im Nachhinein, wie es halt ruhiger wurde. Also wie es gefühlt um einen rum ruhiger wurde. Und dann, mich hat das tatsächlich auch zuerst irritiert, dieser, ich sag mal, Herzschlag und dann die Stimme, weil eigentlich denkt man sich, das eigentlich brauchst du da doch irgendwie ein bisschen mehr und nachher merkst du, nee, das reicht. Ja. Also das hat mich jetzt auch zuerst ein bisschen, weil ich es jetzt auch anders versucht habe zu hören, wahrscheinlich wäre es mir sonst gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen genau drauf zu achten, weil ich ja wusste, dass du Fragen stellst. Also zuerst habe ich so gedacht, na, ob das passt? Also, so, hä? Es ist anders wie alles, was ich so bewusst jedenfalls so gehört habe, aber
wie du schon sagst, es hat funktioniert. Und irgendwie merkte man so im Nachhinein, wie das ganze Lied ruhiger wurde, also wie die Stimmung ruhiger wurde. Gar nicht so schlagartig, sondern eher so schleichend, hatte ich so den Eindruck. Ja. Ich finde, das trifft es ganz gut. Und das zeigt immer so, Musik kann eigentlich jeder erfassen. Worte kann ich. Manchmal mit Gulasch, aber Worte kann ich. Ja, Melanie, vielen Dank für deinen Beitrag. Total schade, dass du nicht da bist. Gute Besserung nochmal und vielleicht demnächst wieder. Ihr könnt auch mal reinschreiben, ob euch das Format gefällt oder ob ihr das doof findet und ob wir irgendwas verbessern können oder ob ich irgendwas verbessern kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum letzten Track. Ich habe natürlich auch was gemacht dafür. Wäre ja doof, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und ich finde den Ansatz auch gut, den der Ralf hatte. Und wenn es jetzt für ein Rollenspiel gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ich brauche verschiedene Musikstücke. Ich brauche was, vielleicht für einen Anfang, um zu sagen, hier, wir sind hier. Ich brauche was Adrenalinmäßiges und ich brauche die Höhle. Das habe ich auch so gesehen. Ich habe es jetzt trotzdem versucht, in ein Stück zu packen und ich habe versucht, mich kurz zu halten. Und jetzt können wir mal hören. Ihr zwei hört es wieder nicht, fürchte ich. Sowas. Klasse. Darf ich loslegen? Ja, hau rein, was hast du zu sagen? Also erstmal, die Klangqualität war jetzt hier bei mir nicht so super, aber ich vermute am Anfang, das war so ein Rhythmus, also ein bisschen auch mit dem Cello, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das war wirklich auch ein Cello am Anfang, also das Ja. hat mir sehr schön gefallen. Dann hast du es super hingekriegt, klar zu machen, so jetzt geht's hier ab mit diesen, ich nenne die immer Troubadour Bells, die heißt wahrscheinlich anders, diese Die heißen genau Ding. so. Ja, also genauso, okay. Tubular Also, Bells, ja.
Bürger Bells, ne? Sehr gut, um Leuten klarzumachen, so pass auf, jetzt hier geht's los. Super Wahl. Dann hast du noch einen draufgesetzt, und zwar mit den Cymbal-Swells. Dann geht's richtig ab, ne? Da hat mir dann das Blech sehr, sehr gut gefallen, wie du das eingesetzt hast, wie das die Harmonien da gespielt hat. Pass auf, ich habe mal gehört, es gibt ein schönes Buch, das ich immer gerne gelesen habe. Das heißt, das wohltemperierte Gehirn. Wenn du mal drankommst, ich habe es mal in der Bibliothek noch ausgeliehen. Wunderschönes Buch. Und der Autor behauptet, es gibt drei Arten von Hörern, also von Hörtypen, die es gibt. Und jetzt rate ich mal, welcher du bist, okay? Aufgrund des Stückes, was du da gemacht hast. Und zwar gibt es den einen, der steht total auf Melodie. Ja. Den einen, der steht total, also jeder steht auf alles, ne? Aber so ein bisschen, eins mag ein bisschen mehr wie das andere. Hm? Schwerpunkt. Also Melodie, Harmonie oder Rhythmus. Ja. Und ich glaube, dass du einer bist, der sehr auf Harmonien steht. Könnte das sein? Es könnte sein. Ich gebe es erwischt. Also würde ich jetzt mal vermuten, ne? Weil ich finde, das hört man bei dem Stück raus. Übrigens bin ich genauso einer. Ne? Also ich würde auch sagen, bei mir ist das Harmonische im Vordergrund. So, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ja gut, wenn die Stimme dann losgeht, wow, super. Hast du super eingesetzt. Also Meisterklasse. Oh, vielen Dank. Danach kommt das Stück schön wieder zur Ruhe. Also, du weißt ja, dass ich ein Fan von dir bin. Ich teile ja auch so gut wie immer alles, wenn ich das sehe, dass, wenn ich mal bei Facebook bin. Ne? Also, wie gesagt, ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn du demnächst mal irgendwann mal Gast auf einer meiner CDs sein kannst. Ja, mache ich gerne. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Dann, sehr spannend. Ja, danke schön fürs nette Feedback. Ivi. Stirbt die oder stirbt die nicht? Ja, nee, Martin, es ging jetzt gar nicht. Also ich weiß auch nicht, was du mir dabei gedacht hast. Nein, natürlich. Ich überweise dir die 50 Euro gleich. Nein, das ist gut. Also ich fand es erstaunlich, dass du, also eigentlich hast du den Song ja schon geschrieben gehabt. Ja, also so, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat er nochmal eingemacht und darauf abgezielt, und ich fand es wirklich sehr schön, gerade das, man hat erahnt, dass es einen langsamen Höhepunkt, also dass da ein Höhepunkt kommt, ne? Also dieses Adrenalin, ich finde, man konnte es erahnen und sich irgendwie auch darauf vorbereiten, und dann hast du halt losgelegt, und ich finde es auch großartig mit diesem Abebben, also wirklich diese Kurven, das hat für mich echt gut gepasst da rein. Also ich mochte die Musik oder mag die Musik sehr gerne, ich mache ja sowieso, wie du machst, das weißt du auch. Das weiß ich, was soll ich da jetzt dran drumherum reden, sonst wäre ich auch nicht hier, sonst hätte ich auch nichts geschrieben, wenn ich die nicht gemocht hätte. So, ich fand es sehr, sehr schön, auch mit diesen am Anfang, mit den kleinen, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig Glöckchen, also das was du da so, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, die du da so reingebracht hast, also wirklich so, das war dieses, ich hätte jetzt fast gesagt, dieses leichte Jingle Bells Gefühl, also du hörst halt so kleine, ja, so leichte Glocken und weißt irgendwie, okay, mit dieser ganzen anderen Musik zusammen, es ist Winter, also du weißt es, so, also du holst damit die Leute da ja rein, das, was du ja auch gesagt hast. Das ist die Idee, ja. Das war auf jeden Fall da, ja, also das war auf jeden Fall da. Also ganz ehrlich, habe ich mir tatsächlich bei der Geschichte, als ich sie geschrieben habe, nicht, also am Schluss, nicht die Idee gehabt, dass sie stirbt. Ja, ich habe ja auch, meine Frage also, war jetzt, ob du den Eindruck hast, dass ich sie habe sterben lassen. Nein. Nein. Nee. Und auch wenn mir das immer alle gesagt haben, ja, schade, dass sie gestorben ist, auch im Stream, als ich es vorgelesen habe, auch Ski und ich so, ist sie doch überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, was sie jetzt von mir wollte, die ist überhaupt nicht gestorben. Bei Ivi sterben immer alle. Ja, bei mir sterben alle. Das ist Klassiker. Ist ja auch nicht ganz falsch. Aber in dem Fall war das wirklich so auch bewusst, was Ralf sagte von mir. Ich weiß eigentlich gar nicht. Weiß ich nicht. Also, ich hatte mich tatsächlich am Schluss nicht festgelegt über diesen Ausgang von dieser Person. Überhaupt nicht. Also, ich habe es wirklich für mich offen gelassen und war erstaunt, was da andere Leute reininterpretieren. Und deswegen fand ich das so spannend, als wir vorhin gesprochen haben, Ralf, und du sagst, nee, wieso, ist doch ein offenes Ende. Und ich, danke.
Das ja. hat jemand und, also, und gleichzeitig, ich hake da mal kurz ein, ja. als ich es vom ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, oh, die ist anscheinend gestorben. Und als ich die Geschichte dann nochmal gelesen habe und nochmal gelesen habe, ich habe sie jetzt auch, ja, einmal habe ich sie vorgelesen und dann habe ich sie vorher, habe ich sie einmal durchgelesen, jetzt habe ich sie nochmal eingelesen, wurde das Ende immer ungewisser. Weil ich glaube, es hat was damit zu tun, wo die eigene Erwartung so ein bisschen ist. Und ich habe dann irgendwie, also ich bin dann zunehmend tiefer in die Geschichte eingedrungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Boah, danke. Ja. Oh, danke. Ich kann das immer noch, also ich finde das immer noch das, was ich so aufs Papier bringe. Ich weiß nicht, ob euch das auch geht, wenn ihr Musik macht und alle so sagen, boah, total geil, meins will ich haben, total super, was ihr da alles macht. So ähnlich geht mir das halt jetzt mit dieser Geschichte, wo ich so denke, ja, das ist halt eine Geschichte. Also das ist alle, dass das Leute so toll finden teilweise. Geht mir anders. Ich sag dann immer mehr. Ja, haben andere auch schon gesagt. Sag mal, wann schreibst du daran weiter? Ich habe mich vor daran weiter. Also eigentlich ist da nichts geplant gewesen, dass ich da weiter dran schreibe. Ja, vielleicht überlegst du dann doch nochmal was zu machen. Wir können das ja auch mal abstimmen lassen. Kann jemand eine Abstimmung Nein. erstellen? Enderon, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Also überleg dir das. Ob du das jetzt einstellst. Also ich glaube, ich habe schon genug Projekte und auch Schreibprojekte tatsächlich. Ja. Ist im Moment gerade schwierig, aber vielleicht mache ich es noch irgendwann mal, aber dann werde ich euch natürlich Bescheid sagen. Im Moment habe ich genug Schreibprojekte am Laufen. Denke ich. Doch, weiß ich. So, lebt denn die aktuelle Abstimmung? Es gibt eine Abstimmung, sehe ich gerade. Achso, lebt die Protagonistin. Ja, okay. Ja, naja, nein gut. oder unklar. Dürft ihr jetzt abstimmen, wenn ihr wollt. Na gut. Das lasse ich durchgehen. Nein, sagen die. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, um dich zu ärgern. Würde ich fast schätzen. Mir ist das völlig egal. Ist mir doch egal, was ihr denkt. Genau. Wichtig ist, was die Stimme in meinem Kopf sagen. Martin, vielleicht sollten wir noch erwähnen. Ja. In deinem Video, das du so schön gemacht hast, da wo du die Geschichte vorgelesen hast, da kommt ja am Ende noch so ein Bild, was ich dir zur Verfügung gestellt habe. Ja, genau. Vielleicht als Tipp für die Rollenspieler. Und zwar gibt es da ein Programm, das heißt ArtBreeder. Ja. Internet kann man kostenlos ausprobieren. Funktioniert allerdings alles besser, wenn man da einen kleinen Betrag, wenn man das abonniert, ist aber nicht besonders teuer. Und da kann man im Grunde genommen Text eingeben. Also es gibt ja viele Text-to-Picture, sage ich mal, Seiten. Ne? Da gibst du einen Text ein und dann generiert der Computer ein Bild. Hierbei ist das Besondere, du kannst ein Bild hochladen und einen Text eingeben und kannst dann mit so einem Slider hin und her schieben und bestimmen, ob der mehr, sage ich jetzt mal, sich nach dem Text oder mehr nach dem Bild richten kann. Ja, und das kann schon mal helfen beim Rollenspiel. Also ich sage immer so, für die wichtigen Sachen muss man natürlich einen richtigen Künstler nehmen. Also die sollen ja nicht ihre Jobs verlieren und die machen das auch alles viel besser. Aber für die kleinen Sachen, wo man ansonsten kein Bild hätte, ist sowas ganz nett, glaube ich. Genau, man kann auch Künstler etwas dazu zeichnen lassen. Genau, wir haben ja jetzt auch in der Lurchen-Lama-Community sehr viele Leute, die künstlerisch unterwegs sind und ich bin immer so ein bisschen scharf drauf, das zu unterstützen. Die Abstimmung ist fertig. Ich lese mal kurz vor. 47% sagen, nee, die ist tot. 29% sagen, ja, die lebt noch. Und 24% sagen, das ist doch gar nicht klar, was da ist. Ja, ja, okay, jetzt genau, muss ich eine zweite Version machen, ne? Das habe ich jetzt gerade gehört. Hier steht auch, warte nur, bis es Audio-Art wieder gibt. Genau, ich habe nämlich gerade gedacht, prima, gib mal ein, düstere Stimmung, kalt draußen, Mann erfriert oder Frau erfriert oder sowas und zack kommt eine Musik, die man vielleicht hätte nicht besser schreiben können. Ja, also dieses, das ist ja, wie nennt sich das, künstliche Intelligenz, ne? Ja. Das ist schon erstaunlich, was da so alles kommt, ne? Und kann einem ein bisschen Angst machen als Künstler, aber ich denke, die künstliche Intelligenz wird nie so weit sein, dass sie die Künstler wirklich hundertprozentig ersetzen kann,
sondern sie füllt vielleicht Lücken aus und also ich habe ein neues Logo mal vor ein paar Monaten mir zeichnen lassen und dafür habe ich auch Geld ausgegeben. Ja. Ne? Und das sollte man dann auch machen. Also man sollte die Künstler, die man da gut findet, auch unterstützen. Ich finde das sowieso so wichtig in der ganzen Community, weil ich finde das so schön, dass wir so eine deutsche Künstlerszene haben, durch diese Rollenspielszene. Ne? Leute, die schreiben, Leute, die malen, Leute, die Musik machen. Und das sollten wir auf keinen Fall kaputt gehen lassen. Deswegen, bitte nicht. Also wenn man sowas einsetzt, dann bitte nur, wo man sowieso kein Geld ausgegeben hätte. Und wenn man dann mal das dann zu wertschätzen weiß, weil man sagt, okay, ne, ich möchte jetzt ein eigenes Logo haben oder ich will meinen eigenen Charakter gezeichnet haben, dann bitte doch zurück zu einem richtigen Künstler gehen, denke ich. Und so teuer ist das ja auch nicht. Nee, es gibt tatsächlich gibt's ja wunderbare Schibis schon für ein Apfel und ein Ei. Eben. Ja, und ich glaube, bei mir ist das so, wo ich denke, dass du merkst, ja, es kann alles schön aussehen, ja, es kann sich alles toll anhören, aber wenn ich das von jemandem habe, wo ich weiß, da steckt einfach auch ein bisschen Herzblut drin, so will ich das jetzt mal nennen, das ist schon was anderes. Und ich finde, man weiß das auch anders zu wertschätzen in dem Moment. Also wenn ich mir irgendwo ein Bild hole oder ein Bild beauftrage oder so, habe ich mir jetzt auch hin und wieder mal, dann habe ich mir die Künstler überlegt, wo ich denke, wer könnte das zum Beispiel so, wie ich mir das überlege, umsetzen und sogar es einfach noch besser machen, wie ich es jemals ausdenken könnte. Ja, ja, also du hast da ja auch so Tore nach oben offen und das ist ja jetzt egal, ob ich jetzt sage, musikalisch oder irgendwie bildlich oder so, illustratorisch. Für mich ist es halt das, was ich mir ausdenke und was ich dann wieder kriege. Ne? Also das sprengt ja meine Kreativitätsgrenzen im Weiten. Also das ich hoffe auch immer, dass wir als Musiker, also wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Film Musik schreibe, dass ich mehr schreibe, als eigentlich erwartet wird. Man hat ja immer so eine Vorstellung davon, zum Beispiel wenn ich mit einem Regisseur spreche, ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht, aber ich mache ja ab und zu mal Filmmusik, und spreche mit dem, dann kriege ich mit, was der für eine Vorstellung hat. Und manchmal liegt man auch völlig falsch mit dem, was man selbst da rein interpretiert. Dann ist es natürlich schade, muss man gucken, dass man einen Auftrag erfüllt. Aber die stehen auch drauf, dass man eine Szene versteht. Vielleicht mit ein bisschen Anleitung, mit ein bisschen Austausch. Und dann irgendwas macht, was einen Schritt weiter geht, als das, was sie sich vorgestellt haben. Und eine Szene ohne Musik. Also natürlich gibt es Szenen, die ganz wichtig sind ohne Musik, genau wie ich auch nicht für alles irgendwie einen Künstler fragen würde, ne? Oder wo das nicht überall, ich auch nicht überall in meiner Wohnung Bilder hängen lassen habe, ne? Sondern ausgewählt. Aber da, wo ich Musik habe... Also im Musikbereich ist ja auch mittlerweile gang und gäbe, wenn ich das überall sehe, jetzt da gibt es doch irgendwo, da kannst du kostenlos Musik runterladen und dann musst du dann einblenden, ne? Und das machen ja auch ganz, ganz viele. Aber das ist einfach ein Unterschied. Wenn du ein Künstler, ne, wie dich jetzt, sagen wir mal, sagt, pass auf, mach du mir für Intro-Musik oder sowas, ja, ne, dann bekommst du ja, erstens kaufst du ja auch dem seinen Geschmack, weil wir verkaufen auch unseren Geschmack, den wir haben, ne? Und du kriegst eine weitere Meinung dazu. Mhm. Also wenn du dir einfach da so ein Stück dann und dann einblendest, ist von so und so, ja, kann man machen, aber es ist nicht dasselbe. Ich glaube, haben wir schon eigentlich die Seite von unserem Gastmusiker gepostet. Sag doch mal deine Internetadresse. Ralf. Meine? Ja. Hab ich nicht mehr. Es ist ja so, ne, unter uns Künstlern wird immer gesagt, das musst du haben oder sowas. Ich habe noch nie einen einzigen Auftrag wegen meiner Internetseite gehabt. Dann habe ich die gekündigt. Und wer mich finden will, unter Facebook, Ralf Kurzi versuchen. Okay. Und anschreiben, ich antworte. Ne? Ich habe keine Seite mehr. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine. Aber ich glaube, das hat keinen interessieren in Wirklichkeit. Also auf Facebook gibt es ja die Ralf Kurzi-Seite und es gibt Ralf Kurzi-Composer. Ich denke, die zweite ist besser, wenn man nicht auf Musik ansprechen will. Geht beides. Geht beides. Also ganz einfach. Ja. Du hast auch ein Patreon, darauf können wir hinweisen. Also wenn jemand den Ralf unterstützenswert findet, was ich hoffe, dann kann man, ich bin übrigens Patreon. Du übrigens auch, Martin. Ja, wir haben beide einen. Wir freuen uns immer über Unterstützung und ich sag mal so, ich kann nicht anders als das machen, was ich mache. Ich muss Musik schreiben, sonst fehlt mir was und ich glaube, dir geht's ähnlich.
Und von daher freuen wir uns über jeden freiwilligen Betrag, der reinkommt. Wir stecken es sowieso wieder in Musik, ne? Ja, oh Gott, habe ich dieses Jahr viel ausgegeben für Sample Libraries. Sollen wir nochmal den Kofi posten? Kann ich nochmal jemand reposten? Das war, wo jetzt die Geschichte ist, wo die drei Songs vom Ralf sind. Der Song von Melanie und der Song von mir. Das wäre ganz schön. Vielleicht kommt ja irgendwas für die Community zusammen. Und schreibt einfach rein, Lula, schreibt eure E-Mail-Adresse rein und ich schicke euch die Sachen zu. Da, genau, co-fi.com/d20sounds. Und übrigens, Martin, das ist mir auch direkt bei dir so aufgefallen, ne, wo du gerade sagst, wir können nicht anders. Ne? Ich finde das so bewundernswert, wie viel Content du da raushaust, auch für deine Patreons. Also wirklich, das ist jeder Cent wert, der da in dich investiert wird. Oh, danke. Also, ne, also klar, wir beide sind, also das ist ja manche, die sagen dann in einem halben Jahr, oh, jetzt schreibe ich mal wieder einen Song oder es steht noch meine Gitarre oder sowas. Wir müssen das jedes Wochenende machen, ne, sonst werden wir wahnsinnig. Du machst wahrscheinlich sogar jeden Tag, ne? Ja, wenn es geht, zeitlich. Ja, ne? Ja. Also ich muss deinen Fleiß sehr, sehr loben, also super. Ich habe jetzt am... Also in ungefähr einem Monat habe ich meine persönliche Challenge geschafft und die heißt 100 Songs in 100 Tagen auf YouTube. Also jede Woche ein Song. 100 Songs in 100 Wochen, Entschuldigung. 100 Songs in 100 Wochen habe ich dann Krass. Durchgezogen. Und ja, das macht, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich muss Musik schreiben und bei mir auf dem Patreon ist es ja auch so, wenn jemand ankommt und sagt, ich brauche dies und das, dann freue ich mich immer. Dann kriegt er das und das. Ja, genau. Wenn ich das erledigen kann. Neulich kam jemand an und hat gesagt, ein 20er-Jahres-Song, da knacke ich jetzt gerade ein bisschen dran. Ich hoffe, dass ich noch hinkriege. Das ist aufwendig, harmonisch aufwendig, auch so. Aber ich nutze auch natürlich gerne jede Chance, um mich um weiter vorwärts zu kommen. Genau. Und Jazz habe ich ja schon mal gemacht, so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, nur so wird man auch besser. Ne? Das ist so. Ja. Ich kann dir auch gerne mal meine Tor-Kampagne rüberschieben. Das sind 8 Abende. Da kannst du ja mal Ralf zeigen, was du daraus machst. Ich soll das komponieren? Ja, du! Ach, okay. Das wird sich weiterentwickeln. Also ich meine, das sind 8 Abende, alle 8 Kosten drin. Da kannst du richtig also in die Vollen greifen. Du. Boah, wollt ihr sowas hören? Würde das jemand interessieren? Ich frage mal einfach in den Chat. Soll ich mal Musik für Talk schreiben? Ich meine, müsste mich erstmal reinhören, erstmal beim Ralf ein bisschen rumgucken, was der alles gemacht hat. Dafür. Ich glaube, die Talkspieler sind gerade nicht anwesend. Nein, das ist gut. Aber wenn du den 20er-Jahres-Song hast, dann haue ich dich. Dann hast du ja gesagt, du wolltest auch nochmal einen für meinen Dumfrey Hogarth schreiben, mein Schnabeltier-Detektiv. Ja, würde ich gerne, sobald du soweit bist. Ne? Also, du ja, musst ja, mir Bescheid sagen, ich hab ja schon ein bisschen was. Das Eigene hat noch nicht für mich Tor geleitet. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Alessa. Habe ich noch nicht. Du hast ja immer keine Zeit. So. Jetzt sind hier harte Worte im Chat. Ralf, sollen wir was zusammen machen? Ja, gerne. Auf jeden Fall. Dann frage ich jetzt einfach mal, habt ihr eine Idee dafür, wofür ihr von uns einen gemeinsamen Song haben wollt? Und den ich muss den Chat wieder anmachen. Gibt es dann auf deinem Chat, auf deinem Patreon und auf meinem Patreon gibt es das? Gibt es das nur für unsere Patrons? Yvonne, du hast Glück gehabt. Du bist dabei. Also was ich auf jeden Fall geil fände, du spielst ja Gitarre, ne? Ja. Wenn du dann auch irgendwas mit Gitarre machen könntest. Ja, dazu. Kann ich. Glaube ich dir. Ich habe ja tatsächlich eine Zeit lang professionell vom Gitarrespielen an sich gelebt. Mhm. Mit 150 Auftritten ungefähr im Jahr. Dann müssen wir jetzt als erstes mal das Genre festlegen, ne? Ja, wir gucken jetzt erstmal, was die Leute schreiben. Also wenn ihr eine Idee habt, ein Western-Setting. Oh okay. Ja, da kannst du Gitarre benutzen, das ist gut. Das ist cool. Also? Ja. Aber was mache ich da? Weiß ich nicht. Ein nordischer Fan? Ein Country-Song? Ja. Finde ich gut. Du machst eine Atmo?
Ja? Und ich mache so ein paar Ennio Morricone-Gitarren dazu oder sowas in der Ja, Richtung. genau. Genau, ich mache die Schießereien im Hintergrund. Ja, Und das ist vielleicht gut. packe ich sogar meine Mundharmonika aus. Ah, ja. Cool. Ja, also. Wir können das ja für Deadlands machen, wenn wir beim Rollenspiel Für bleiben wollen. Deadlands, okay. Eine Musik für Ich mache die Deadlands. Windgeräusche, genau. Western-Musik für Deadlands. Na, du musst ein bisschen was anderes machen. Ja, wir finden da schon was. Das ist Deadlands oder Badlands? Dead, also Deadlands. Wie Das ist tot. ein Setting, das ist ein Western-Setting für Savage Worlds im Moment, wo es dann auch um Untote und Native und Spirits und all sowas, was es da gibt, so Magie auch. Das ist halt so ein Western-Setting, wo es darum geht. Okay, dann machen wir drei, schlage ich jetzt mal vor, noch eine Koop. Du gibst uns eine kleine Atmo vor. Doch, eine kleine. Du musst Nein, keine Geschichte Cookie kann das. schreiben. Einfach nur, soll Evie einen Soundtrack? Ja, meine Güte, seid ihr schnell mit den Abstimmungen. Also, du gibst uns eine Kleinigkeit vor, was wir machen sollen, und wir beide setzen uns dran und zeigen das demnächst nochmal. Super. Und wenn die Melanie Zeit hat, fragen wir sie, ob sie eine Geisterstimme draufsetzt. Vielleicht machen wir eine Gute Idee. Geisterstadt oder sowas. Mal schauen, ob Gute sie das Idee. anbietet. Ja, ihr Lieben, liebe Melanie, wenn du zu Hause zuguckst, danke für deine Musik. Lieber Ralf, liebe Ivi, boah, es war schön mit euch zu quatschen. Ich beende jetzt langsam. Es hat riesigen Spaß gemacht. Es war auch für mich sehr lehrreich. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen an den Geräten. Und An den Empfangsgeräten. ja, ich würde sagen, macht's gut, bis bald und ich denke, ihr werdet von uns hören, von uns dreien. Alles klar. Oder? Bis dann, Ja. ciao. Tschö.